So, jetzt bringen wir mal die Ausbildung in der Feuerwehr und die neue Truppführerausbildung kurz und knackig auf den Punkt. Eigentlich ist das ja ganz einfach. Ab 8 Jahren kannst du der Feuerwehrjugend beitreten und deine Ausbildung beginnen. Dabei lernst du natürlich den Feuerwehrbetrieb kennen, machst einen Erste-Hilfe-Kurs und auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. Mit den abgeschlossenen Wissenstests und Feuerwehrleistungsprüfungen kannst du dir beim Übertritt in den Aktivstand, wenn du 16 Jahre alt bist, schon Teile der Grundausbildung anrechnen lassen. Bist du beim Ersteintritt schon über 16, dann bringen dir deine Kameraden in der Feuerwehr das notwendige Wissen gerne bei. Nach der Grundausbildung in der eigenen Feuerwehr gibt es einen Abschluss auf Bezirksebene. Danach bist du ein sogenannter Truppmann und auf deine ersten Einsätze gut vorbereitet. Anschließend gibt es auf rund 2 Jahre verteilt die sogenannte Truppführerausbildung. Die kannst du ebenfalls in der eigenen Feuerwehr machen. Und das ist ziemlich toll, denn dafür musst du dir weder Zeitausgleich noch Urlaub nehmen, sondern kannst alles sogar im Übungsbetrieb bei deiner Feuerwehr mitmachen. Das heißt, du sparst dir Zeit und lernst zackig viele Gerätschaften, Fahrzeuge und Taktiken deiner Feuerwehr in einem Aufwischen kennen. Dieses Wissen kannst du dir also gemeinsam mit deinen Kameraden an Objekten in deinem eigenen Einsatzbereich aneignen. Und die Unterlagen werden alle von der Landesfeuerwehrschule Oberösterreich zur Verfügung gestellt. Damit du die Ausbildung abschließen kannst, machen dich deine Ausbildner und Kameraden fit auf den 8 wichtigsten Themengebieten und Modulen. Atemschutz, Branddienst, Funk, Gefahrenlehre und Schadstoffeinsatz, kraftbetriebene Geräte, Taktik und Technik. Dieses Grundwissen schützt dich im Einsatz vor Verletzungen. Du kennst Arbeitsabläufe deiner Kameraden und weißt auch, wie du am besten helfen kannst. Die Ausbildung selber kann von deinen Gruppenkommandanten und Ausbildungsverantwortlichen in der Feuerwehr übernommen werden. Die können das. Die bereiten ja auch immer die Gruppen- und Zugsübungen vor. Das bedeutet für dich als Truppmann in der Truppführerausbildung, dass du gleich in den allgemeinen Übungsbetrieb einsteigen kannst und dort die Module absolvierst. Es können sich aber auch die Feuerwehren im Pflichtbereich und Abschnitt zusammentun, die Themen untereinander aufteilen und somit Ressourcen optimieren. Schon wieder total super eigentlich. Wenn du mit diesen Modulen dann durch bist, gibt es eine kleine theoretische und praktische Prüfung auf Abschnittsebene und damit war es das auch schon. Jetzt bist du Truppführer und kannst im Rahmen der Befehle selbstständig handeln. Wenn du 18 geworden bist und die Truppführerausbildung abgeschlossen hast, kannst du dann auch weitere Lehrgänge in der Landesfeuerwehrschule oder auf Bezirks- und Abschnittsebene machen. Dort gibt es dann Fach-, Führungskräfte- und Sonderausbildungen und du kannst dich auf alle Themen stürzen, die dich im Feuerwehrwesen interessieren. So, und jetzt nochmal ganz kurz. Nach abgeschlossenem Grundlehrgang bist du Truppmann. In den folgenden 2 Jahren kannst du die Truppführerausbildung mit Abschluss auf Abschnittsebene machen. Und das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zuhören und Zusehen und bis bald!